Meine Volksgenossen und Volksgenossinnen. Ich möchte nur vor Beginn der Versammlung ein paar kurze Bemerkungen machen. Und zwar habe ich mich dabei auseinanderzusetzen mit einer Reihe von Angriffen der Berliner Presse, die wir nicht gerne auf sämtliche deutschen Sender übertragen wollen, weil sie zu nichtig, zu kleinlich und zu verlogen sind, als dass die ganze Welt davon Kenntnis nehmen müsste. Sie sind am heutigen Abend Augen und Ohrenzeuge eines Massenereignisses, wie es in diesem Umfang in Deutschland und wahrscheinlich in der ganzen Welt noch niemals dagewesen ist. Ich glaube, man sagt wohl nicht zu viel, wenn man behauptet, dass am heutigen Abend mindestens 20 Millionen Menschen in Deutschland und jenseits der deutschen Grenzen die Rede des Reichskanzlers Adolf Hitlers zu Gehör bekommen werden. Allein in Berlin sind außer dieser großen Massendemonstration im Sportpalast 10 große Lautsprecher auf den öffentlichen Plätzen aufgestellt. Und jetzt schon sammeln sich vor diesen Lautsprechern wahre Menschenmauern. Und es wird an diesen Lautsprechern mindestens ein Publikum von 500.000 bis 600.000 Menschen stehen, die diese Rede zu Gehör bekommen. Wenn das Berliner Tageblatt erstaunt fragt, wer diese Lautsprecher bezahle, so kann ich dem Berliner Tageblatt zu seiner Beruhigung mitteilen, so viel Geld, um 10 Lautsprecher zu bezahlen, besitzen wir Gott sei Dank selbst noch. Wir haben solche Methoden, wie sie von der marxistisch-sozialdemokratischen Regierung angewandt worden sind, nicht nötig. Obschon es uns ja viel näher läge, den Fonds zur Bekämpfung des Verbrechertums für unsere Zwecke gegen die Sozialdemokratie. Vielleicht aber werden wir diesen Fonds einmal in Anspruch nehmen, wenn die ungeheuren Korruptionsskandale, die sich die marxistisch-sozialdemokratische Regierung in den vergangenen 14 Jahren hat zu Schulden kommen lassen, wenn die einmal von Staatswegen aufgedeckt werden. Und die Stunde ist näher, als die Herren vom Berliner Tageblatt das glauben wollen. Wenn die jüdische Presse sich darüber beschwert, dass die nationalsozialistische Bewegung nun den Reichskanzler auf alle deutschen Sender sprechen lässt, so können wir darauf nur zur Antwort geben, wie ihr es uns vorgemacht, so machen wir es jetzt nach. Das war durchaus keine Phrase, wenn wir in den vergangenen Jahren oft und oft erklärt haben, ihr seid unsere Lehrmeister und wir wollen eure gelehrigen Schüler sein. Im Übrigen aber muss man feststellen, das, was diese Herren auf propagandistisch-politischem Gebiet in den vergangenen 14 Jahren geleistet haben, das ist eine wahre Stümperarbeit gewesen. Denn obschon sie alle öffentlichen Mittel für sich in Anspruch nahmen, haben sie nichts anderes zu Wege gebracht, als dass sie jetzt über Parlamentskadaver verfügen, die für die politische Machtbildung überhaupt nicht mehr in Frage kommen. Die nationalsozialistische Bewegung wird Ihnen nun zeigen, wie Sie es eigentlich hätten machen sollen. Man muss nämlich gut regieren und für eine gute Regierung auch eine gute Propaganda betreiben. Das eine gehört zum anderen. Eine gute Regierung ohne Propaganda kann ebenso wenig bestehen wie eine gute Propaganda ohne eine gute Regierung. Beide
müssen sich einander ergänzen. Und wenn die jüdischen Zeitungen heute glauben, auf versteckte Drohungen die nationalsozialistische Bewegung einschüchtern zu können, wenn sie heute glauben, unsere Notverordnungen umgehen zu dürfen, sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestoppt werden. Zeitungen der Meinung sind, sie könnten jetzt so mit fliegenden Fahnen zu uns herüberschwenken, dann können wir nur zur Antwort geben, Isidor, stürzen Sie sich nicht in Unkosten des Volkes. Im Übrigen können unsere Parteigenossen und SA-Männer auch darüber beruhigt sein, dass eher als wir alle denken, die Stunde des Endes des roten Terrors gekommen sein wird. Es wird auch der bolschewistischen Presse nicht gelingen, die Dinge ins Gegenteil umzulügen, wenn die rote Fahne ist, in typisch jüdischer Frechheit wagt zu behaupten, dass unser Kamerad Maikowski und der Supermarktmeister Zauritz von unseren eigenen Kameraden erschossen waren. So muss ich sagen, diese jüdische Frechheit hat länger gelebt, als sie in Zukunft noch leben wird. Und wir werden den Herren vom Karl Liebknechthaus bald Töne beibringen, die sie noch niemals vernommen haben. Das nur wollte ich mit den gegnerischen Zeitungen und mit den gegnerischen Parteien ausmachen. Das wollte ich Ihnen persönlich sagen und nun muss ich mich über alle deutschen Sender an die anderen Millionen wenden. Wir befinden uns hier im Sportpalast und sind Augen- und Ohrenzeugen dieses wunderbaren, einzigartigen Massenereignisses, wie es in diesem Umfang in Deutschland bisher wohl niemals festzustellen gewesen ist. Ich glaube, wir greifen nicht zu hoch, wenn wir sagen, dass in Deutschland mindestens 20 Millionen Menschen Zeugen dieses einzigartigen Ereignisses sind. Oben im ersten Rang über dem Sportpalast in einer Loge sitzen wir. Unten bietet sich unseren Augen das imposante Bild einer hinreißenden, einzigartigen, großen Massenkundgebung, einer Volkskundgebung im wahrsten Sinne des Wortes. Männer und Frauen, Arbeiter, Bürger, Studenten, ringsum flankiert von SA und SS-Männern, über der ganzen Masse liegt eine heiße, fieberhafte Spannung und eine vibrierende Erwartung, dieselbe heiße, fieberhafte Erspannung und Erwartung, die am heutigen Abend sich über die ganze Riesenstadt Berlin gelegt hat. Schon bei der Anfahrt zum Sportpalast mussten wir das feststellen. Auf allen Plätzen ein wimmelndes Gewoge von Menschen. Der GAU Berlin hat an 10 öffentlichen Plätzen große Riesenlautsprecher aufgestellt. Und vor diesen Lautsprechern nun ballen sich die Menschenmauern zusammen, um Zuhörer zu sein der großen Rede, die unser Führer, der Reichskanzler Adolf Hitler, in einigen Minuten von der Tribüne des Sportpalastes aushalten wird. Sie hören schon an dem sich vermehrenden Geräusch, wie die fieberhafte Spannung zu wachsen beginnt. Die Männer und Frauen haben sich von ihren Plätzen erhoben. Der ganze Sportpalast gleicht einem wimmelnden Ameisenhaufen. Überall hören Sie schon Rufe der Begeisterung, der Zustimmung, Jubel und Heilgerufe. Es ist, als wenn dieser Sportpalast noch niemals in dieser Massenkundgebung sich zu Gesicht gebracht hätte. Und doch ist uns dieses Bild so alt und so lieb und so vertraut. Wir, die wir hunderte Male von den Tribünen des Sportpalastes heruntergeredet haben, ehemals als die Vertreter einer verlästerten und befehdeten Opposition, heute
als die Inhaber der Macht und als die Inhaber der Verantwortung. Die Publikum steht auf und ruft ihm entgegen, die ersten Heilrufe erschallen. Unten sieht man die Begleitungen vorauskommen. Erst ein SA-Führer bahnt den Weg durch die Gassen der SA-Männer, dann eine Reihe von Hören des Ist-Führern. Ganz allein, ernst und gemessen schreitet, freundlich grüßend durch die Massen der Führer, der Reichskanzler Adolf Hitler, der Führer des jungen Deutschland. Vor einem Monat noch sprach er hier im Sportpalast, als der Führer einer verlästerten und einer verfehnten und verlachten Opposition. Man kann schon sagen, am 30. Januar dieses Jahres wurde die neue Regierung der Nationalkonzentration gebildet. Ich und damit die nationalsozialistische Bewegung traten in sie ein. Ich glaube, dass nunmehr die Voraussetzungen erreicht sind, um die ich das vergangene Jahr gekämpft habe. Die Gründe, die zum Einsatz dieser Millionenbewegung nunmehr führten, sind Ihnen bekannt. Nun will ich von mir selbst aus Ihnen noch einmal in ganz großen Zügen die Ursachen klarlegen, die mich einst bewogen haben, diese Bewegung ins Leben zu rufen und die mich nunmehr bewegen, sie einzusetzen in die zweite entscheidende Phase des Kampfes um die deutsche Erhebung. Als im Jahre 1918 der Krieg zu Ende ging, da war ich, wie viele Millionen andere Deutsche, schuldlos an Kriegsursachen, schuldlos am Kriegsbeginn, schuldlos an der Führung dieses Kampfes, aber ebenso schuldlos auch an der übrigen politischen Gestaltung des deutschen Lebens. Ein Soldat wie 8 oder 10 Millionen andere auch. Eines hat mich vielleicht damals von diesen 10 Millionen
der anderen geschehen. Nicht etwa die Überzeugung, dass die Revolution ein Verbrechen sei am deutschen Volk, das glaubten damals wohl viele. Mich unterschied nur etwas, nämlich die Erkenntnis, dass man den Folgen dieses Verbrechens nur dann wird begegnen können, um aus ihrer Kenntnis heraus sich die Voraussetzungen zu schaffen für die Überwindung des Folgezustandes. Und dieser Zustand konnte nur ein Zustand des Jammers und des Elends werden. So ging ich damals einen Weg, meinen eigenen Weg, der neu war. Mir schien sich mit dem November 1918 zu wiederholen, was Deutschland 60 Jahre vorher bereits besaß. So wie vor den Kämpfen um die deutsche Einheit das deutsche Volk zerrissen und damit ohnmächtig war, so musste meiner Überzeugung nach dieses deutsche Volk nun genau denselben Leidensweg wieder durchmachen. Einst staatlich zerrissen, nunmehr weltanschaulich zerteilt, aufgelöst in sich nicht mehr verstehende feindliche Gruppen, Parteien, Weltauffassungen. Und so wie einst aus der Not dieser Zerrissenheit in einem unerhörten Ringen wieder die deutsche Einheit kommen musste, um dem deutschen Leben die Voraussetzungen zu sichern, so war mir klar, dass aus der Zerrissenheit, die sich im November 18 endgültig ankündigte, nur ein Weg wieder nach oben führen kann, der Weg der Wiedergewinnung einer neuen deutschen Einheit. Einst waren wir staatlich zerrissen, nun waren wir als Volk getrennt. Einst haben wir die staatlichen Grenzen eingerissen und ein nationalpolitisch einiges Reich geschaffen. Heute müssen wir einreißen die Grenzen von Klassen und Ständen, Beruf und Parteien, um aus ihnen zu machen wieder ein einheitliches deutsches Volk. Etwas war mir in diesem Novembertag klar geworden. Wenn schon das Leben, die Herkunft der einzelnen Menschen, die Wirtschaft, Stand, Beruf, Bildung, Wissen, Vermögen sie trennen, dann kann nicht die Politik auf diese Trennung aufbauen und sie politisch organisieren und damit verewigen. Reich und Arm, Stadt und Land, Gebildete, Wissende und Unwissende, sie sind da. Aufgabe der Politik kann es nun nicht sein, deshalb sie getrennt zu organisieren, um sie niemals wieder zusammenkommen zu lassen, sondern Aufgabe der politischen Führung muss es sein, diese natürlichen Trennungen nun durch ein größeres Ideal, durch eine größere Erkenntnis zu überwinden. Und ich fasste damals den Entschluss, es als einzelner Unbekannter zu wagen, diese Zerreißung den Krieg anzusagen und über diese Parteien hinweg das deutsche Volk eben doch wieder auf einer Ebene zusammenzufassen. Und wenn ich dieses positive Ziel mir damals aufstellte, dann war ich mir darüber klar,
dass man damit verbinden musste den Krieg und Kampf gegen die Erscheinungen unseres politischen Lebens, die an dem Ziel nicht nur nicht interessiert waren, sondern es im Gegenteil hassten, weil sie aus der Zerrissenheit allein ihre Existenz bedrücken konnten. Und damit war notwendig der Kampf in erster Linie gegen die Klassenvorstellungen, gegen den Gedanken des Klassenkrieges und Klassenkampfes, der Klassenherrschaft, ganz gleich, wo diese Auffassungen auch sein konnten. Der Kampf gegen den Marxismus wurde damals zum ersten Mal zu einem Kampfziel erhoben. Damals gelobte ich mir zum ersten Mal als unbekannter Eiserner diesen Krieg zu beginnen und mich zu ruhen, bis endlich diese Erscheinung aus dem deutschen Leben beseitigt sein würde. Folgendes sage ich, der Marxismus bedeutet die Verewigung der Zerreißung der Nation. Damit aber die Schwächung des gesamten Volkes, damit die Verelendung dieses Volkes und damit den Verrat gerade an der Klasse, die er als tragend unter sich wissen will, und die er einer besseren Zukunft entgegenzuheben verspricht. Der Verrat an der Arbeiterschaft ist die zwangsläufige Folge dieser Zerreißung des Volkskörpers. Und dem muss dann folgen der Verrat selbstverständlich am deutschen Bauer, der Verrat selbstverständlich an diesen Millionenmassen genauso armer Menschen des Mittelstandes und des Handwerks. Und es muss dann kommen, zwangsläufig, ein Krieg gegen den Begriff Volk und damit gegen den Begriff der Kultur, die aus dem Volk herausgewachsen war. Ein Krieg gegen alle die Traditionen, gegen die Auffassungen von Größe, von Ehre, von Freiheit. Es musste daraus kommen, langsam ein Angriff gegen alle Fundamente unseres Gemeinschaftslebens und damit ein Angriff gegen die Grundlagen unseres Lebens. Nach außen unterwürfig pazifistisch, nach innen terroristisch, nur so allein kann diese Weltauffassung der Zerstörung und ewigen Verneinung sich behaupten. Und die Folgen, sie sind genauso eingetroffen. 14 Jahre herrscht heute diese Partei. 14 Jahre herrscht diese Weltanschauung, manches Mal vielleicht unerhöht, manches Mal schamhaft verdeckt. Aber im Kern immer doch derselbe Geist, den Sie tausendfältig überall sehen. Und die Ergebnisse, sie sind grauenhaft. Ich will nicht die Vergangenheit nehmen und die Schulden an dieser Vergangenheit, sondern will nur nehmen diese 15 Jahre, die hinter uns liegen, angefangen von dem Tage, an dem hier in Deutschland der Munitionsstreik ausbrach. Übergehend dann endlich zu dem Tage, da die rote Fahne gehisst wurde und die Revolution unser Volk verwirrte. Übergehend dann in die Zeit dieser ewigen Demütigungen, in die Zeit dieser beginnenden Unterwerfung, dieser beginnenden Auslieferung aller deutschen Lebensvoraussetzungen, die Zeit, da man auf alles Verzicht geleistet hat, das 40, 50 Jahre vorher mühsam dem deutschen Volk erworben hatten. Unser Heer zerbrach, unsere Flotte ausgeliefert wurde,
unsere Handelsflotte zerstört wurde, in der Zeit, da man dann unsere Kolonien endgültig weggab, da die deutsche Wirtschaft ihre gesamten Auslandskapitalien verlor und da nun endlich im Friedensvertrag selbst das deutsche Volk Verpflichtungen aufgebürdet erhielt, die wahnsinnig waren. Unerhört deshalb, weil sie vor allem auf dem Ergebnis des Krieges fußen, für alle Zukunft die Welt in zwei Hälften zerreißen sollten. Sieger und Besiegte, Völker mit Recht und Völker mit Unrecht, Völker mit Lebensmöglichkeiten und Völker, denen man die Lebensmöglichkeiten einfach nahm. Das deutsche Volk begann damals von Jahr zu Jahr mehr zu verfallen. Und nicht nur an Größe und an Macht real gemessen, sondern zu verfallen in seiner Ehre und zu verfallen damit in seinem Ansehen. Es kam die Zeit, da man sich nur dann mit Stolz zum Deutschen bekennen durfte, wenn man den Blick in die Vergangenheit richtete, sich aber schämen musste, wenn man die Gegenwart besah. Und gleich diesem außenpolitischen und machtpolitischen Verfall setzte nun ein der Verfall im Inneren. Auflösung all dieser großen Organisationen unseres nationalen Lebens und unserer nationalen Kraft. Der Verfall unserer Verwaltung, die Korruption hielt nun ihren Einzug. Und parallel damit der Zerfall unserer Volksgemeinschaft, die Atomisierung unseres politischen Lebens, Auflösung aller Gefüge in unserem Volk, Sieg des Gedankens internationaler Verbrüderungen, selbst aber wieder uneins in sich, weil der zweite Internationale steht auf und streitet gegen eine dritte und umgekehrt und gegen beide Erscheinungen eine Welt bürgerlicher Grüppchen, bürgerlicher Vereinigungen. Deutschland sinkt in diesen Hexenkessel hinunter. Politischer Wirrnis des politischen Zerfalls und über all dem erhebt sich nun das Finanzkapital als Sieger. Deutsche Unterhändler unterschreiben Verpflichtungen, die unerfüllbar sind. Mit 100 Milliarden wird umgegangen, als ob es sich bloß um wenige tausend Mark handeln würde. Was Generationen vorher geschaffen haben, wird nun leichten Herzens verpfändet oder preisgegeben. Es kommt und kam damit die Zeit dieses furchtbarsten Verbrechens am deutschen Volk, der ewigen Auspressung und ewigen Ausplünderung, dieser ewigen Unterdrückung. Und wir haben selbst in dieser Zeit gesehen, wie nun langsam das Leben der einzelnen deutschen Menschen immer tiefer und tiefer sank. Eine Inflation hat dann unser Volk noch erdulden müssen, die Millionen Menschen um ihre Spargroschen beraubte. Alles angestiftet und alles gemacht und alles verantwortet von den Männern des Novembers 1918. Dann kam der Verfall unserer Kultur, diese Welle von Verpestung unseres ganzen kulturellen Lebens, der Zersetzung unserer Literatur, der Vergiftung unseres Theaters, der Kino, die ganze Kunst, sie wird nun langsam vernarrt. Millionen unserer deutschen Volksgenossen nehmen gar keinen Anteil mehr. Sie sagt ihnen nichts mehr. Diese Kunst, die nicht aus unserem Volk geboren worden ist,
so die uns fremd ist und fremd bleiben wird, die nichts mit deutschem Wesen zu tun hat und nicht aus unserer Seele kam, die... nur durch eine geschäftige Presse unserem Volk aufoktroyiert worden, mundgerecht gemacht worden. Und parallel damit beginnt der Angriff gegen die Erziehung unserer Jugend, die Vergiftung der kleinen Kindergehirne schon, das Herausreißen aller Erinnerungen an unsere deutsche Vergangenheit, die Beschimpfung aller großen Männer unseres Volkes, das Entfernen der Erinnerung an sie aus den Herzen und aus dem Gehirn dieser kleinen deutschen Jugend und damit im Großen eine Besudelung der deutschen Geschichte überhaupt. Nichts, was einst groß war, nichts, was mitgeholfen hat, diesen Staat und dieses Volk zu begründen, stark zu machen, wurde nun verschont von diesen zersetzenden und zerbrechenden Angriffen. Alles heruntergezogen, angefangen von den Symbolen der Vergangenheit, von Pokalen und Fahnen, bis zu den großen Männern unserer Geschichte. Und parallel damit setzt nun der Verfall der Wirtschaft ein. Sie, die einst vor ihm haben, das deutsche Volk in Glück und in Wohlfahrt zu bringen, die von Schönheit und Freiheit und Würde geredet haben. Wohin haben Sie in den 14 Jahren Deutschland geführt? Die Staatsfinanzen erst in Unordnung gebracht, die ungeheuren Kriegsrohstoffe in wenigen Jahren vergeudet von Milliardensummen, blieb keine Macht übrig. Sie beginnen nun das Verbrechen der Inflation und nachdem Sie mit diesem neuen Raubzug unter Ihren Ministern, Hilferdingung genossen, die Nation ruinierten, setzt der Zinswucher ein. Unerhörte Bufferzinsen, die in keinem Staat früher straflos hätten genommen werden dürfen, sie sind nun in der Sozialrepublik an der Tagesordnung. Und damit beginnt dann weiter die Vernichtung der Produktion, die Vernichtung durch diese marxistischen Wirtschaftstheorien an sich und dann durch den Wahnsinn einer Steuerpolitik, der das Übrige noch besorgt. Und nun sehen wir, wie Stand um Stand zusammenbricht. Der Mittelstand allmählich verzweifelt, Hunderttausende von Existenzen ausgelöscht werden, Jahr für Jahr Zehntausende von Konkurse, Hunderttausende von Zwangsversteigerungen stattfinden. Und dann frisst das hinüber auf den Bauernstand, er beginnt zu verelenden, der fleißigste Stand im ganzen Volk, er geht zugrunde, kann nicht mehr existieren. Und dann greift es endlich zurück in nach der Stadt. Und die Arbeitslosenarmee beginnt nun zu wachsen. 1, 2, 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen, 6 Millionen, 7 Millionen. Heute mögen es 7 bis 8 Millionen tatsächlich sein. Sie haben vernichtet, was sie vernichten konnten. Ein 14-jähriger Arbeit, in der sie von niemandem gestört worden sind. Heute ist dieses Elend vielleicht durch einen einzigen Vergleich zu illustrieren, ein Land, Thüringen, die Gesamteinnahmen seiner Kommunen betragen 26 Millionen Mark.
Davon soll bestritten werden, ihre Verwaltung, die Haltung ihrer öffentlichen Gebäude. Bestritten wäre denn alles, was sie ausgeben für Schulen, für Bildungszwecke. Bestritten werden alles, was sie ausgeben für Wohlfahrtszwecke. 26 Millionen insgesamt Einnahmen. Und für Wohlfahrtsunterstützung allein sind 45 Millionen nötig. So sieht es heute in Deutschland aus, unter dem Regiment. Diese Partei, die 14 Jahre lang unser Volk ruinierten. Und es ist nun die Frage, wie lange noch? Deshalb, weil ich überzeugt bin, dass man nun, wenn man nicht zu spät kommen will, mit der Rettung einsetzen muss, habe ich mich bereit erklärt, am 30. Januar die unter des von sieben Mann zu 12 Millionen emporgewachsene Bewegung einzusetzen zur Rettung des deutschen Volkes und Vaterlandes. Deutschland sei nur eine Frage von wenigen Tagen.
Immer und immer wieder predige ich, der Wiederaufstieg der deutschen Nation ist die Frage der Wiedergewinnung der inneren Kraft und Gesundheit des deutschen Volkes. So wie ich selbst 14 Jahre lang gearbeitet habe, unentwegt und ohne jemals schwanken zu werden, am Aufbau dieser Bewegung. Und so wie es mir gelang, von 7 Mann zu diesen 12 Millionen zu kommen, so will ich und so wollen wir bauen und arbeiten an der Wiederaufrichtung unseres deutschen Volkes. Und so wie diese Bewegung heute die Führung des Deutschen Reiches überantwortet bekommen hat, so werden wir einst dieses Deutsche Reich führen wieder zur Größe, zum Leben zurück. Und sind hier entschlossen, uns durch gar nichts dabei beirren zu lassen. Und so komme ich zum zweiten Punkt dieses Programms. Ich will Ihnen nicht versprechen, dass diese Wiederauferstehung unseres Volkes von selbst kommt. Wir wollen arbeiten, aber das Volk selbst, es muss mithelfen. Es soll nie glauben, dass ihm plötzlich Freiheit, Glück und Leben vom Himmel geschenkt wird. Alles wurzelt nur im eigenen Willen, in der eigenen Arbeit. Und drittens wollen wir unsere ganze Arbeit leiten lassen. Von einer Erkenntnis, von einer Überzeugung, glaube niemals an fremde Hilfe. Niemals an Hilfe, die außerhalb unserer eigenen Nation, unseres eigenen Volkes liegt. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst auf Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst schaffen mussten. Und ein vierter Punkt dieses Programms lautet dann: Die Gesetze des Lebens sind immer gleich und immer dieselben. Und wir wollen den Aufbau dieses Volkes vornehmen, nicht nach blassen Theorien, die irgendein fremdes Gehirn ersinnt, sondern nach den ewigen Gesetzen, die Erfahrung, die Geschichte uns zeigt und die wir kennen. Das heißt also, im Leben, politisch und wirtschaftlich gesehen, gibt es bestimmte Gesetze, die immer Geltung besitzen. Und nach diesen Gesetzen wollen wir den Aufbau des deutschen Volkes durchführen. Nicht nach blassen Theorien, nicht nach blassen Vorstellungen. Und diese Gesetze, sie fassen wir in einem fünften Punkt in einer Erkenntnis zusammen. Die Grundlagen unseres Lebens beruhen auf zwei Faktoren, die niemand uns rauben kann, außer wir selbst, geben sie preis.
in unserem Volk als Substanz von Fleisch und Blut, von Wille und Ingenium und in unserem Boden. Volk und Erde, das sind die beiden Wurzeln, aus denen wir unsere Kraft ziehen wollen und auf denen wir unsere Entschlüsse aufzubauen gedenken. Und damit ergibt sich als sechster Punkt klar das Ziel unseres Kampfes, die Erhaltung dieses Volkes und dieses Bodens. Die Erhaltung dieses Volkes für die Zukunft in der Erkenntnis, dass dies allein überhaupt für uns einen Lebenszweck darstellen kann. Nicht für Ideen leben wir, nicht für Theorien, nicht für fantastische Parteiprogramme. Nein, leben und kämpfen tun wir für das deutsche Volk, für die Erhaltung seiner Existenz, für die Durchführung seines eigenen Lebenskampfes in der Zukunft. Und wir sind dabei überzeugt, dass wir nur damit allein mithelfen an dem, was die anderen so gerne in den Vordergrund stellen möchten. Ein Weltfriede, er wird immer voraussetzen, starke Völker, die ihn wünschen und beschützen. Eine Weltkultur, die baut ihn nur auf die Kulturen der Nationen, der Völker. Eine Weltwirtschaft, die ist nur denkbar getragen von den Wirtschaften gesunder Einzelnationen. Indem wir ausgehen von unserem Volk, helfen wir mit am Wiederaufbau der gesamten Welt, indem wir einen Baustein in Ordnung bringen, der nicht herausgebrochen werden kann aus diesem Gefüge und Gebäude der übrigen Welt. Und ein weiterer Punkt, der lautet aber dann, weil wir in der Erhaltung unseres Volkes, in der Ermöglichung der Durchführung seines Lebenskampfes das höchste Ziel erblicken, müssen wir beseitigen die Ursachen des Verfalls und damit herbeiführen die Versöhnung der deutschen Klassen. Ein Ziel, das man nicht in 6 Wochen erreicht, nicht in 4 Monaten, wenn 70 Jahre an dieser Zersetzung arbeiten konnten. Allein ein Ziel, das wir nie aus dem Auge verlieren. Positiv, indem wir selbst diese neue Gemeinschaft aufbauen. Indirekt, indem wir die Erscheinungen des Zerfalls langsam beseitigen werden. Und die Parteien dieser Klassenspaltung, sie mögen überzeugt sein, solange der Allmächtige sich am Leben lässt, wird mein Entschluss und mein Wille, sie zu vernichten, ein unbändiger sein. Niemals!
indem wir diese Versöhnung der Klassen herbeiführen, direkt und indirekt. Wollen wir weitergehen, dieses geeinte deutsche Volk wieder zu führen zu diesen ewigen Quellen seiner Kraft? Wollen durch eine Erziehung vom Kleinen an den Glauben an einen Gott und den Glauben an unser Volk und den Willen, dieses Volk zu vertreten, einpflanzen in die jungen Gehirne? Und wollen dann weiterschreiten, aber aufbauen dieses Volk auf den deutschen Bauer als den Grundpfeiler jedes völkischen Lebens, indem ich für die deutsche Zukunft kämpfe, muss ich kämpfen für die deutsche Scholle und muss kämpfen für den deutschen Bauer. Ihr erneuert uns, ihr gibt uns die Menschen in unsere Städte, ihr ist die ewige Quelle seit Jahrtausenden gewesen und ihr muss erhalten sein. Dann weiter zum zweiten Pfeiler unseres Volkstums, zum deutschen Arbeiter. Zu jenem deutschen Arbeiter, der in der Zukunft kein Fremdling mehr sein soll und sein darf im Deutschen Reich. Denn wir zurückführen wollen wieder in die Gemeinschaft unseres Volkes, für den wir die Tore aufsprengen werden und aufsprengen, auf das er wieder einzieht in die deutsche Volksgemeinschaft als ein Träger der deutschen Nation. Und wollen dann weiter dem deutschen Geist die Möglichkeit seiner Entfaltung sichern. Wollen den Wert der Persönlichkeit, die schöpferische Kraft des Einzelnen wieder einsetzen, die ihre ewigen Vorrechte, wollen damit brechen mit allen Erscheinungen einer fauligen Demokratie und an ihre Stelle setzen diese ewige Erkenntnis, dass alles, was groß ist, nur kommen kann aus der Kraft der Einzelpersönlichkeit. Und dass alles, was erhalten werden soll, wieder anvertraut werden muss der Fähigkeit der Einzelpersönlichkeit. Kampf gegen die Erscheinungen unseres parlamentarisch-demokratischen Systems und gehen damit sofort über zu einem 12. Punkt der Wiederherstellung der Sauberkeit in unserem Volk. Dieser Sauberkeit auf allen Gebieten unseres Lebens, der Sauberkeit in unserer Verwaltung, der Sauberkeit im öffentlichen Leben, aber auch der Sauberkeit in unserer Kultur. Wollen wiederherstellen vor allem die deutsche Ehre, wiederherstellen die Achtung vor ihr und das Bekenntnis zu ihr und wollen einbrennen in unsere Herzen das Bekenntnis zur Freiheit. Wollen unser Volk damit aber auch wieder beglücken mit einer wirklich deutschen Kultur, mit einer deutschen Kunst, mit einer deutschen Architektur, einer deutschen Musik, die unsere Seele wiedergeben soll. Und wollen damit
erwecken die Ehrfurcht vor den großen Traditionen unseres Volkes. Erwecken die tiefe Ehrfurcht vor den Leistungen der Vergangenheit, die demütige Bewunderung der großen Männer der deutschen Geschichte. Wir wollen unsere Jugend wieder hineinführen in dieses herrliche Reich unserer Vergangenheit, des Wirken und Schaffens unserer Vorfahren. Demütig soll sie sich beugen vor denen, die vor uns lebten und schufen und arbeiteten und wirkten, auf das wir heute leben können. Und wollen diese Jugend vor allem erziehen zur Ehrfurcht vor denen, die einst das schwerste Opfer gebracht haben für unseres Volkes Leben und unseres Volkes Zukunft. Denn was diese 14 Jahre auch verbrochen haben, das Schlimmste war, dass sie 2 Millionen Tote um ihr Opfer betrogen haben. Und diese 2 Millionen, sie sollen vor dem Auge unserer Jugend sich wieder erheben als ewige Warner, als Forderer, die zu Recht unser Volk beanspruchen für ihre eigenen Opfer. Wir wollen sie erziehen zur Ehrfurcht vor unserem alten Heer, an das sie wieder denken sollen, dass sie wieder verehren sollen und indem sie wieder sehen sollen, die gewaltigste Kraftäußerung der deutschen Nation, das Sinnbild der größten Leistung, die unser Volk je in seiner Geschichte vollbracht hat. Damit wird dieses Programm sein, ein Programm der nationalen Wiedererhebung auf allen Gebieten des Lebens. Unduldsam gegen jeden, der sich gegen die Nation verschändigt. Bruder und Freund zu jedem, der mitkämpfen will an der Wiederauferstehung seines Volkes, unserer Nation. Damit richte ich heute nun den letzten Appell an Sie, meine Volksgenossen. Am 30. Januar haben wir eine Regierung übernommen. Schlimmste Zustände sind in unser Volk hereingebrochen. Wir wollen sie beheben und wir werden sie beheben. So wie wir trotz allem Höhnen dieser Gegner in diesen 14 Jahren so weit gekommen sind, dass wir sie heute beseitigten, so werden wir auch die Folgen ihres Regiments beseitigen. Um Gott und dem eigenen Gewissen Genüge zu tun, haben wir uns nun noch einmal an das deutsche Volk gewendet. Es soll selbst nun mithelfen. Es soll sich selbst entscheiden. Wenn dieses deutsche Volk uns in dieser Stunde verlässt, dann soll uns der Himmel hören. Wir werden den Weg gehen, der nötig ist, dass Deutschland nicht verkommt. Wir aber wollten gerne
dass mit der Zeit der Wiedererhebung der deutschen Nation nicht nur einzelne Namen verknüpft sind, sondern verknüpft ist wieder der Name des deutschen Volkes selbst. Dass nicht eine Regierung arbeitet, sondern dass eine Millionenmasse hinter dieser Regierung tritt. Dass sie mithilft, mit ihrer Kraft und mit ihrem Willen uns selbst auch wieder zu stärken zu diesem großen und schweren Werk. Ich weiß, dass wenn heute sich die Gräber öffnen würden, die Geister der Vergangenheit, die einst für Deutschland stritten und flitten und starren, sie würden emporschweben und hinter uns würde heute ihr Platz sein. Alle die großen Männer unserer Geschichte, ich weiß, sie stehen heute hinter uns und sehen auf unser Werk und unser Wirken. 14 Jahre lang haben die Parteien des Verfalls, des Novembers, der Revolution, das deutsche Volk geführt und misshandelt. 14 Jahre lang zerstört, zersetzt und aufgelöst. Es ist nicht vermessen, wenn ich heute vor die Nation hintrete und sie beschwöre, deutsches Volk, gib uns 4 Jahre Zeit, dann richte und urteile über uns. Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre. Und ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn. Ich tat es um deiner selbst wegen. Ich habe gewagt, weil ich glaubte, dass es sein muss. Weil ich überzeugt bin, dass nun nicht mehr länger gezögert werden darf. Ich habe es gewagt, weil ich der Überzeugung bin, dass endlich unser Volk doch wieder zur Besinnung kommen wird. Und dass, wenn es auch heute uns ungerecht beurteilt und wenn Millionen uns verfluchen mögen, einmal ist duldig geworden, dass sie doch hinter uns marschieren werden, dass sie einsehen werden, wir haben wirklich nur das Beste gewollt. Auch wenn es schwer war, kein anderes Ziel im Auge gehabt, als dem zu dienen, was uns das Höchste auf Erden ist. Denn ich kann mich nicht lossagen von dem Glauben an mein Volk, kann mich nicht lossagen von der Überzeugung, dass diese Nation wieder einst auferstehen wird. Ich kann mich nicht entfernen von der Liebe zu diesem meinem Volk und hege felsenfest die Überzeugung, dass eben doch dann einmal die Stunde kommt, in der die Millionen, die uns heute verfluchen, hinter uns stehen und mit uns begrüßen werden dann das gemeinsam geschaffene, wieder erkämpfte, bitter erworbene neue deutsche Reich der Größe und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit und der Gerechtigkeit. Amen. Thank you.
Nation, erheben wir uns von den Plätzen. Wir grüßen das ganze Deutschland. In unserem Lebensraum und jenseits der Grenzen und rufen aus übervollen Herzen, unser Volk, unser Vaterland und unser Führer, Heil! Ja!